Ja, gerade Buddhismus und Meditation scheinen ja schon stark miteinander verbunden zu sein. Und das Gespräch mit Anna hat mich auch neugierig gemacht und es war herrliches Wetter draußen. Und so habe ich mich einfach in den Garten gesetzt und habe mich einfach mal in der Meditation versucht. Meditation. Das Loslassen aller Gedanken. Sein im Augenblick. Es bedarf einiger Übung, um eine entspannte Geisteshaltung einzunehmen. Na Mario, versuchst du dich in Meditation zu üben? Ich versuche mich in Meditation zu üben. Ich habe es versucht. Und? Aber es hat nicht richtig funktioniert. Ich wurde immer wieder abgelenkt. Die Vögel zwitschern, meine Gedanken kommen immer, der Alltag kommt immer wieder zurück. Ah ja. Aber ich habe gesehen, dass du dich mit dem Meditationshandbuch schon beschäftigt hast. Das war der Grund. Ich habe es halt früh gelesen. Dachte ich, Mensch, könnte man ja vielleicht mal probieren. Ne? Jetzt hast du aber die Anleitung vergessen. Das Buch. Ich habe gedacht, das kriege ich schon irgendwie hin. Wenn du möchtest, können wir mal gemeinsam eine Meditation üben. Meditation ist nicht einfach an nichts denken. Es kommt darauf an, was man denkt. Meditation ist so definiert, dass man sein Bewusstsein, seinen Geist mit heilsamen Gedanken vertraut macht. Das ist das Wichtige. Dadurch wird sich alles in deinem Leben verändern, wenn du das heilsame Denken betonst und die unheilsamen Gedanken nach und nach aus deinem Bewusstsein verbannst. So ist eines der Ziele, welches man erreichen kann, nämlich einen Geisteszustand zu erlangen, an dem man nicht mehr in der Lage ist, irgendeinen schlechten Gedanken zu entwickeln. Und das ist das, was man Nirvana nennt. Und es gibt die analytische Meditation, wo man ein bestimmtes Thema versucht zu analysieren, Klarheit darüber zu entwickeln und dann zu einer Erkenntnis zu gelangen. Und dann versucht man, verweilende Meditation zu praktizieren, mit diesem Meditationsobjekt so vertraut zu werden, dass man dann nicht nur während der Meditation die Möglichkeit hat, sich gut zu fühlen oder vielleicht heilsame Gedanken zu entwickeln, sondern dass man so vertraut ist, dass man, wenn man auch abgelenkt ist im Alltag, immer wieder darauf zurückgreifen kann und auch über den Alltag hinweg, sein ganzes Leben lang, sich mit heilsamen Gedanken vertraut macht. Die ganzen Probleme, die wir haben, kommen daher, dass wir vertraut sind mit den negativen Gedanken, mit den Gedanken der Unzufriedenheit, dass uns immer was nicht passt. Wie du es gerade festgestellt hast, du sitzt da und man denkt, es ist ein ruhiger Ort. Auf einmal hört man die Vögel zwitschern, auf einmal kommt eine Fliege vorbei, die einen stört. Und wir versuchen jetzt mal ein Thema zu meditieren, nämlich die Vorteile, andere wertzuschätzen, dass wir das einmal verinnerlichen und eins gerichtet dann auf den nachfolgenden Entschluss, auf die Erkenntnis, dann versuchen wir zu meditieren. Okay. Okay? Okay. Wir werden beginnen mit einem ganz kurzen Gebet und dann werde ich dir die Sitzhaltung erklären. Wir machen eine kleine Atemmeditation als Vorbereitung und dann gehen wir direkt in die Meditation über. Sashi Pöchi Shushi Metro Tram Rira Blingche Nide Gyempadi Sangye Shingdu Mikte Ulvayi Drokun Namdak Shingla Chöpa Shok Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. So, dann beginnen wir die Meditation, indem ich dir erst einmal die korrekte Sitzhaltung erkläre. Die ist ganz wichtig. Aber wenn du irgendwelche Schmerzen im Körper hast, dann versuch die aufzulösen, sodass du auch bequem sitzt, sodass du dann nicht die ganze Zeit über deine Schmerzen meditierst, dann hast du vielleicht dann keine Lust mehr, das nächste Mal zu meditieren, weil du das nur mit Schmerzen und Leiden verbindest. Wichtig ist, dass du gerade sitzt. Dann versuch einmal, eine bequeme Haltung für die Beine zu finden. Genau, du kannst sie in einem Schneidersitz verschränken, wenn das bequem für dich ist. Und dann versuch gerade zu sitzen. Ein gerader Rücken ist ganz wichtig bei der Meditation und wir können die gerade Sitzhaltung unterstützen, indem wir das Kinn etwas Richtung Brust absenken und wir uns dann vorstellen, dass wir am Hinterkopf etwas nach oben und leicht nach hinten gezogen werden.
Dann legen wir die rechte Hand in die linke Handfläche und beide Daumen berühren sich ganz leicht. Du kannst doch mal schauen, wie ich das hier mache. Genau, und dann legen wir beide Hände ungefähr 4 Finger breit unter dem Nabel. Versuchen wir, die Ellbogen etwas abzuwinkeln vom Oberkörper, dass die Luft besser zirkulieren kann, es uns nicht zu warm wird während der Meditation. Die Schultern können wir etwas kreisen, bewegen und etwas lockern auf diese Weise. Und dann lassen wir sie ganz locker fallen. Dann versuchen wir, unser Gesicht zu entspannen. Die Stirn entspannt sich. Die Muskulatur um die Augen versuchen wir zu entspannen.